Die ISV-Frauen zum ersten Mal wieder mit der fast vollen Kapelle. Es fehlt nur die Abwehrspezialistin Franzi Höppe. Der Gegner Werder Bremen hat 9 Punkte weniger auf dem Konto und liegt 7 Plätze hinter den Bunkerladies. Werder am Anfang viel zielstrebiger. Tor durch Melissa Steinhoff. Der ISV muss immer aufholen. 2:3 durch Nicole Schiegerl. Bei Bremer Überzahl durch Alina Otto das 2:6. Franzi Peter verkürzt auf 4:7. Werder könnte schon höher führen, aber sie verschießen alle ihre 3 ersten 7 Meter. Nach 26 Minuten die erste ISV-Führung durch Nicole Lederer, 11:10. Letztes Tor in Halbzeit 1 durch Maike Becker. Werder geht mit einem Tor Vorsprung in die Pause. Das Spiel dreht sich. Der ISV geht mit 16:14 in Führung durch Nicole Schiegerl. Maike Becker frei am Kreis, 19:17. Klasse Anspiel von Franzi Peter auf Johanna Brennauer, 19:17. Die ESV-Abwehr träumt, Ausgleich durch Denise Engelke, 20 beide. Amelie Beierl zeigt ihre Wurfkraft, 21:20. Amelie Beierl mit dem No-Look-Pass auf Julia Draxler, 24:21 und noch 10 Minuten zum Spielen. Hinten macht Natalia Krupa den Kasten dicht. Franzi Peter spielt Johanna Brennauer frei, 25:22. Werder jetzt mit der 7. Feldspielerin, geht in die Hose. Johanna Brennauer ins leere Tor zum 27:22. Nur noch Ergebnis Kosmetik für Werder. Den Schlussbund setzt Sophia Peter erstmals seit ihrer Kreuzbandverletzung wieder dabei zum 29:25 Endstand. Anfangs noch wackelig, dann stark die Bunkerladies. Mehr morgen im Gneitinger Sportstudio.